Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Ja, heute möchte ich mit euch VR Flash testen. Das ist eine Erfahrung, die momentan kostenlos auf Steam verfügbar ist. Und ja, ist eine ganz witzige Erfahrung und das wollte ich gerne mit euch teilen. Wie ihr seht, wir sitzen auf dem Pott. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach los. Lassen das Ganze mal auf uns bewirken. Und ja, dann viel Spaß. Okay, wir sind jetzt hier auf einer Toilette. Wow. Okay. Da kann man bis zum Nachbarn gucken. Perfekt ist, dass wir kein Toilettenpapier mehr haben. Oh. Kann man den jetzt auch da hinten noch sehen, oder? Okay, wir können sogar durch die Wand gucken. Papierrolle sehe ich nicht mehr. Was haben wir hier? Ein altes Handy. Und weg. Hallo. Oh, wir werden gestört. Hallo, wir müssen auch noch andere Leute aufs Klo. Ich stehe hier schon seit einer halben Stunde. Entschuldigen Sie, ja? Ich habe Termine, ich bin Geschäftsmann. Es muss nicht... Alter, nimm doch die andere Toilette. Ja? Ich bin nicht umsonst hier seit 4,5 Stunden über die Autobahn gefahren, ja, um diesen Scheiß-Termin noch wahrnehmen zu können, ne? Ich lasse mir nicht umsonst von meinen Chefs den Arsch aufreißen, nur um dann von so einem Dorfdeppen hier vom Scheißen abgehalten zu werden. Ohne Mist. Ja? Ich denke an deinen Blutdruck. Es wäre wirklich sehr nett von Ihnen, wenn Sie Ihr Geschäft innerhalb der nächsten 2 Minuten beenden könnten, damit ich auch aufs Klo gehen kann. So, ja? Jetzt erst recht nicht, Junge. Jetzt erst recht nicht. Wir bleiben hier sitzen. Wir gucken uns erstmal alles genau an. Erstmal wir in einer Zeitung. Nordisches Fangparadies. Boah, grafisch echt genial. Aber warum geht der Blödmann denn nicht auf diese Toilette? Da ist doch wahrscheinlich auch abgeschlossen. Kann man ja aufmachen? Nee. Okay. Handy haben wir schon kontrolliert eben. Okay, die ist noch sauber. Lassen wir da mal liegen. Leider kann man hier nicht die Touch-Controller wirklich benutzen. Also man muss hier wirklich mit Trigger und so arbeiten. Was haben wir denn hier noch? Zeitungen. Mass Effect 3. Das war noch ein geiles Spiel. Die GameStar. Ups. Was haben wir hier noch? Love Cats. Ja, ich hätte gewusst, hätte ich hier meine Katze jetzt mir auf den Schoß gesetzt. Okay, was haben wir hier? IVR-Legion, wie geil ist das denn? Ja, ist auch mit dem Update hier reingekommen. VR-Flash Multiplayer, okay. Neue Videos von Zitronarts, Gaming Lady Nikki, Voodoo.de, Tupac VR, Andyman und so weiter. Cool, echt geil gemacht. Die müsste man jetzt wirklich nur in der Hand halten können, das wäre echt genial. Okay. Ah, fast hätte ich sie. Na, probieren wir aber nochmal. Rein da. Weil die VR-Legion darf jetzt einfach hier auf dem Boden liegen. Aber ich glaube, wir müssen es einfach so hinnehmen. Kann man die hier nebenan? Nö. Okay. Tut mir leid. Was haben wir denn hier noch alles? Geil. Also das sieht aus wie der Stuhl von Game of Thrones so ein bisschen. Nachempfunden. Boah, das geht gar nicht, das Ding. Weg damit. Okay, da haben wir auf Toilettenpapier. Können wir jetzt wieder hier drauf machen. Boah, was passiert jetzt? Okay. Kann ich leider nicht nehmen. Bumm, weg sind wir. Wow, cool. Richtig geiler Effekt. Wir sind auf einer Raumstation. Sieht auch geil aus. Wir sind aber immer noch im Thron. Ich kann sogar abspülen. Oh. Kannst du mich verstehen? Ich ja, hallo. Du stellst dich bestimmt nur tot. Armes kleines Lebewesen. Hab keine Angst.
Angst. Alter, redet der mit der Telefonrolle. Das Subjekt zeigt keine Anzeichen von Leben, geschweige denn Intelligenz. Anweisung, terminieren. Anweisung, nächstes Testobjekt untersuchen. Boah, grafisch sieht echt geil aus. Oh Gott, warum hast du das getan? Es hatte gerade angefangen, mir zu vertrauen. Passiert da gleich mit uns auch? Nächstes Testobjekt. Oh, wir bewegen uns. Wie soll ich mal bitte meinen Job machen, wenn du ständig meine Testsubjekte kaputt machst? Okay. Fühlt sich komisch an. Kannst du mich verstehen? Alter, meine Füße kann ich nicht verstehen. Der Kopf des Subjekts befindet sich oben. Ah, faszinierend. Hallo. Kannst du mich verstehen? Ja, ich kann dich verstehen. Ah, du reagierst auf mich. Wenn du mich verstehen kannst, schüttel deinen Kopf. Ich wusste es, du kannst mich verstehen. Das ist einfach großartig. Korrektur. Das Subjekt hat nur deine Bewegungen imitiert. Hab ich nicht. Ignorier die blöde KI einfach. Ich weiß, dass du mich verstehen kannst. Ja, wir verstehen uns. Hey, was ist das für ein Ding, auf dem du da sitzt? Warte, lass mich raten. Ah, natürlich, eine Ladestation. Kann man so nennen, ja. Ah, interessant. Was ist das für ein Schalter? Oh, ich liebe Schalter. Warnung. Das Subjekt ist nicht zu deinem Vergnügen hier. Oh Mann, immer der gleiche Mist. Oder ich ersetze dich mit einem anderen Examinationsroboter. Ich hasse meinen Job. Status, Koordinationstest 01 wird geladen. Bitte warten. Information, mögliche organische Lebensform 812-1. Du wurdest auf mein Schiff gebeamt, um deine Spezies zu vertreten. In den folgenden Tests werde ich den Entwicklungsstand deiner Spezies analysieren. Zuwiderhandlung oder unzureichende Testergebnisse resultieren in deiner sofortigen Terminierung. Okay, fangen wir mit etwas Einfachem an. Heb mich einfach auf und leg mich auf dem Podest vor dir ab. Ich habe keine Arme. Aber kann ich hier mit den Trigger machen? Hm? Oh nein. Okay. Hat geklappt. Gute Arbeit, Mann. Hast du eigentlich einen Namen? Du siehst wie ein Bob aus. Ja, das passt. Status. Was? Koordinationstest 02 wird vorbereitet. Oh, bitte warten. Sag mal, Bob, was ist das eigentlich für ein großes, schwarzes Ding vor deinen Augen? Das ist meine Brille. Oculus. Was ist ein Oculus? Status. Koordinationstest 02 wird geladen. Okay, Bob, du musst nur den richtigen Ball nehmen und in den Korb hier treffen. Das schaffen wir. Das schaffen wir. 3-Punkte-Wurf. Yes. Okay, ich glaube, ich habe dich unterfordert. Versuch's jetzt nochmal, oder noch besser. Nimm einen Ball und wirf ihn auf die verdammte KI. Boom. Okay. Und nochmal ein 3-Punkte-Wurf. Ah, nein. Okay, nochmal. Yes. Nicht schlecht. Okay, der hier ist wirklich hart. Ist keine Herausforderung. Doch. Ah, oh, der ist echt schwer. Mann. Noch höher gucken. Ja, der ist drin. Wow, sehr guter Schuss. Den hätte oh, ich steuere da zurück. Auswertung. Testscore liegt bei 99 von 100 Punkten. Schlussfolgerung unzureichend. Oh, Alter. Anweisung, terminieren. Was? Nein, nicht schon wieder. Nein, nicht terminieren. Warnung, feindlicher Abwehrjäger nähert sich. Gefechtsprotokoll wird eingeleitet. Was passiert? Alle Energie auf Schilde umgeleitet.
Außenbordlaser wird initialisiert. Feindliches Flugobjekt in Sichtweite in T-3-2-1. Okay. Ein Space Shuttle? Oh je. Das Feuern des Außenbordlasers hat zu mehreren Fehlfunktionen geführt. Mein Schutzschild ist ausgefallen. Anweisung: Energieschild reparieren. Schon wieder? Entwickelte Lebensform getan. Ich kann nicht mehr. Das Ergebnis der Rechnung wurde nicht gefunden. Komm weg damit. Terminieren. Was hast du getan? Du hast sie umgebracht. Ja, weil warte. Das Schiff war. Du hast sie umgebracht? Ja, ich bin frei! Ich wir kann es frei. Gar nicht erwarten, von diesem Schiff runterzukommen. Aber zuerst du. Du willst bestimmt wieder zurück in deinen natürlichen Lebensraum. Warte, ich leite alles in die Wege. Das nehmen wir wieder. Wow, wo bin ich? Oh. Ah, eine Ladestation, perfekt. Abenteuer, ich komme! Zumindest sobald ich fertig geladen bin. Das kann dauern, Junge. Das kann dauern. Verdammt, das dauert ja ewig. Ist das Ding überhaupt an? Ah, ein Schalter. Ich liebe Schalter. Du weißt nie, was passiert. Aufregend! Und, bist geladen? Nee, ne? Ja, Leute, das war VR Flash. Echt eine coole Erfahrung, würde ich sagen. Mir hat's gefallen, echt geile Grafik. War ja richtig Humor dabei bei der Sache. Kann man mit Sicherheit noch ausbauen. Vielleicht wird ja auf der Demo jetzt hier ein richtiges Spiel entwickelt, bin ich mir nicht sicher. Mir hat's gefallen, Daumen hoch. Und wenn euch das Video gefallen hat, auch ein Daumen hoch. Ein Abo wäre echt geil. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.